So, mal ein kleinerer Food Hall. Der ganze Food Hall hat jetzt 6 Euro und ein paar Gequetschte gekostet, 6,40 Euro oder sowas. Das sind einmal unten die Bio-Äpfel vom Netto. Das sind aber so bisher die schlechtesten Bio-Äpfel bisher, aber die waren halt für 90 Cent im Angebot. Ist zumindest dann halt Bio, ich entsafte die, dann, also schmeckt halt fast nach nichts, also keine Nährstoffe drin, aber mir geht es sowieso nicht um die Nährstoffe, sondern ich sehe es als Reinigungsmittel, diese Früchte, diese Lebensmittel. Dann die drei Baby-Ananas sind noch vom Netto. Die sind jetzt halt wirklich mal reif. Man kann auch sehen, dass die halt komplett oder nahezu komplett gelb sind. Sind halt noch ein bisschen grünlich hier. Können eventuell noch etwas liegen. Aber die riechen sehr gut. Doch, da ist schon ein bisschen Schimmel dran. Das ist ein Indiz dafür, dass die eigentlich ganz okay sind. Also die riechen wirklich sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr gut und süßlich und nicht so wie die normalen herkömmlichen Ananas, die irgendwie total ekelhaft riechen, nach Gülle oder sonst was, noch schlimmer. Und die waren jetzt im Angebot für 60 Cent das Stück und so ein Teil sind 750 Gramm, obwohl es eine Baby-Ananas ist. Also 90 Cent pro Kilo der Preis und hier ungefähr 1,10 € pro Kilo der Preis, das sind 750 Gramm für 90 Cent. Also ist sehr, sehr günstig. Die werde ich mal probieren, ob die belastet sind. Auf jeden Fall, auf keinen Fall so belastet wie die normalen Ananas. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie die anderen da riechen und was ich ja für einen Effekt wahrnehme. Und die hier sind nämlich auch aus Ghana und nicht aus Costa Rica. Und ich meine, ich hätte auch gelesen, dass aus Ghana die Ananas sind, die halt wirklich nicht belastet sind, aber ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher. Dann habe ich drei Fleischtomaten. Die waren jetzt auch für 90 Cent das Kilo im Angebot. Einmal im Lidl, im Netto sind die für 1 Euro das Kilo im Angebot. Die beiden sind jetzt vom Netto, vom Lidl. Die hier sieht besser aus. Die hat noch mehr diese Rillen, diese Ursprünglichkeit. Diese Fleischtomaten sind eigentlich auch schon fast normale Tomaten, nur größer. Und die riechen auch besser. Und sind natürlich auch, die Farbe ist natürlich auch besser, aber meistens ist es so, dass viele konventionelle Sachen die bessere Farbe haben, weil die darauf gezüchtet sind, damit die halt besser gekauft werden. Aber in dem Fall ist das hier, glaube ich, ein Indiz dafür, dass das wirklich eine bessere Qualität ist. Und die Bio-Gurken für, also Bio-Qualität für je 60 Cent das Stück. Ach ja, Fleischtomaten sind so die einzige Tomatensorte, die konventionell brauchbar ist, die zumindest laut meinen Quellen und laut meinen Erfahrungen auch nicht belastet ist. Bei normalen Tomaten, Rissentomaten, Strauchtomaten, Cherrytomaten und sowas kriege ich auch deutlich, also merke ich auf jeden Fall deutlich. Beim Fleischtomaten nicht so. Die Biogurken auch vom Lidl haben jetzt auch 60 Cent pro Stück gekostet, also auch nicht teuer. Und die riesige Mango vom Lidl, vorgereift, die ist zwar halt komplett grün, die ist aber schon weich. Ich habe jetzt hier eine Delle reingemacht, das sieht man. Die werden mit Reifungsgas nachgereift, schmecken dann aber eigentlich auch ziemlich gut. Und die ist eigentlich schon reif für 1 Euro das Stück, ist also eine riesige Mango. Ja, insgesamt 6,40 €. Ja, wie gesagt, für mich ist das Ganze halt ein Reinigungsweg. Deswegen komme ich damit sogar 2 Tage aus mit dem ganzen Stuff hier. Besonders momentan, wo ich jetzt noch einen Schritt weiter gegangen bin, dass ich in der Woche 4 Tage ungefähr entweder nichts esse und nichts trinke und ansonsten mal einen Saft. Und die restlichen 3 Tage, die esse ich mich dann halt immer richtig satt, um einfach zu trainieren, mal diese, ja, mehr auf Lichtnahrung umzusteigen, um das wirklich auch mal endlich irgendwann mal rüberzubringen. Ich habe keine Lust mehr, so zu warten, um mich meinen Gelüsten ständig und Süchten ständig hinzugeben. Und es funktioniert auch mit dem Sport ganz gut weiterhin. Ich mache jetzt sogar mehr Sport als vorher, komme gerade auch von einer einstündigen Fahrradfahrt. Ich habe heute noch nichts gegessen. Wir haben jetzt 19 Uhr circa. Und ich denke mal, heute werde ich irgendwie. Also ich werde gleich, keine Ahnung, eine Wassermelone essen. So 2 Kilo oder sowas. Beziehungsweise 3 Kilo Wassermelone und 2 Kilo davon Fruchtfleisch. Und dann vielleicht noch als zweite Mahlzeit irgendwie die 2 Gurken, die 2 Tomaten und die Mango. Gurken zu Nudeln gemacht, Mango und Tomaten zusammen. Wobei ich normalerweise eine Paprika nehme. Das ist dann immer so ein schönes Fruchtabendessen, was ich habe. Und wenn ich dann halt die 4 Tage, wo ich dann halt wenig zu mir nehme, dann reichen mir halt, wenn ich dann hier
4 der 5 Äpfel oder 500 Gramm Äpfel mit einer halben Gurke in Saft als Saft, das reicht mir dann am Tag, deswegen ist das für mich jetzt auch nicht unbedingt teuer. Wie gesagt, wenn ich mich so ernähre, dass ich den Status quo sozusagen erhalte, also nicht, also ich versuche jetzt gerade einen Schritt weiter zu penetrieren, aber wenn ich halt den Status quo erhalten möchte, dann weiß ich nicht, würde ich am Tag die 3 Ananassen, 2 oder 3 der Ananassen an der Mahlzeit essen, wahrscheinlich ja 2 bis 3, und abends dann halt die 2 Tomaten, die 2 Gurken und die Mango oder halt nochmal hier so eine Packung Äpfel oder vielleicht ein bisschen mehr, so 2 Kilo Früchte am Tag. Und die haben jetzt ja ungefähr alle so um die 1 Euro das Kilo gekostet. Außer die Gurken, die sind was teurer. Da ist eine Gurke ungefähr 300 Gramm, 350 Gramm und kostet 60 Cent. Die Mango ist, glaube ich, 500 Gramm. Hier eine Waage. Die Mango ist das natürlich ein Luxus, ja. Knapp 500 Gramm. Kostet also 2 Euro das Kilo. Mangos sind halt relativ Luxus. Obwohl ich Samstag nochmal in Aldi gehe, da haben die dann für, also letztes Mal für 60 Cent gehabt pro Stück. Ist dann auch nicht teuer. Die Wassermelonen sind momentan für 40 bis 60 Cent pro Kilo im Angebot, habe ich jetzt aber keine vernünftigen mehr bekommen. Die vom Lidl, die sind nämlich kernlos, die schmecken mir nicht. Die vom Netto, die finde ich die Qualität allgemein ziemlich kacke und einfach nur süße. Und die waren jetzt auch für 80 Cent, also teuer. Und im Aldi habe ich vorgestern schon 4 Melonen geholt. Und ja, dann haben die keine mehr. Also keine mehr, die einen größeren gelben Fleck hatten. Und wenn die nicht so einen großen gelben Fleck haben, dann ist das meistens ein Zeichen, dass die nicht reif geerntet wurden. Ich habe da dann öfter Unreife gehabt. Und seitdem ich das mit diesem Fleck beachte, habe ich bisher immer eine reife Melone gehabt. Ja. Obwohl eine davon war mal mehlig, aber das konnte man sogar noch essen. Jo. Ciao.